My head may still be full of amnesia, but the risks Tommy and Edge have taken to free me have got me feeling troubled. Now they want me to punish Neo Paris's privileged few. Edge talks about a clandestine mission to be accomplished in the heart of the Saint-Michel Comfortress. About a brutal wake-up of this high-security district, making it fertile for the seeds of revolution. And why not? Though his fight is legitimate, it's his friendship that has been clinging to my drifting thoughts. Why did our enemies erase my memory? Am I really that dangerous? In my chest, my throat, on the tips of my fingers, I can feel the throb of the power that scares them so. It scares me too. The power to take what someone is, their memories, and bend them to my will. To rewrite their history. To play God. The mere thought sends me reeling. If this ability really is the core of who I once was, then I must relearn what has been taken from me. I must master this talent. Okay, da war so wie die Videosequenz, die Welcome to San Michel District. Thank you for flying Air Sedova. Good hunting. I could do with a guide. No can do. Family business to take care of. Da weiß ich ja noch nicht, ob die irgendwann rauskriegt, dass wir sie verarscht haben. Your first target's name is Carrie Sheridan. I need some confidential codes hidden in her memory. Who is she? The most famous architect in Neo Paris. Stored in her brain is every detail of every building she's designed. How do I find her? Your contact goes by the name of Bad Request. He's waiting on the last floor of the San Michel Rotunda. Okay, zumindest wär's mal aus den Slums raus, wie es aussieht. Cleaning drone needed. Sorry for the inconvenience. Naja. Ich weiß nicht, ob die Farben jetzt irgendwie den Zustand des Containers beschreiben oder welcher Müll da reinkommt. Man weiß es nicht. Nothing to see here, folks. Keep it cool, man. Non-Stop Service. Keine Ahnung, was es ist, aber wenn das Essen sind, 10 Euro bis 20 Euro. Dann ist es gar nicht so inflationär. Baguette 2 Euro. Ja. Ach, eine Taube frisst die Reste. Okay, dann sind das mehr oder weniger ähnliche Standards wie heute vom Preis her. Dann sind 300.000 Euro Kopfgeld, aber echt nicht viel. Also für einen Staatsfeind Nummer 1, 300.000 ist schon... Behold the privileged few. Safe with their little comforts, while others live in suffering, a few meters from their barricade. No one chooses which side of the firewall to grow up on. It's not their selfishness that I condemn, sister. It's their eagerness to forget everything that bothers them. Ja, Ignoranz. So sind halt Menschen. Jetzt ist hier gerade zugegangen, aber da war eben gerade so ein Automat, wo einer irgendwie eine Erinnerung gekauft hat, wenn ich das gerade noch richtig gehört habe. So eine First-Kiss-Erinnerung. Ich meine, weiß ich halt auch nicht, ne? Ich meine, dir ist ja schon klar, dass es nicht deine ist. Also du kannst dir die Erinnerung kaufen und du kannst sie durchleben. Das fühlt sich vielleicht irgendwie halbwegs real an, wobei eine Erinnerung natürlich auch nicht halb so stark ist wie das Erlebnis selber. Wobei man natürlich nicht weiß, ob Erinnerung in dem Fall bedeutet, dass man quasi die Situation durchlebt. Dann vielleicht schon eher macht es irgendwie Sinn, dass Leute da ein bisschen süchtig nach werden und sich irgendwie alle möglichen Erinnerungen kaufen. Keine Ahnung, was das ist, kann ich aber wohl nicht triggern. New Arrivals Daily. Well,
Now that outfit is totally out of style. Ja. They'll let anyone into this district. Und deine Klamotten sind jetzt stylisch oder was? Naja, geht so. Zumal die so anders jetzt auch nicht aussehen. Saint Michel Rotunda. In accordance with the sanitary charter of Neo Paris, access to the docks is forbidden. Okay, die Docks sind gesperrt. Panorama. It faithfully contains all of his most magnificent manifestations. It shall reveal the Lord and his word. Die religiösen Spinner, das brauche ich jetzt auch nicht. Leave me alone. Alter, ich laufe hier an dir vorbei. Krieg ich mal wieder ein. Dreht sich nicht alles um dich. So. I'm late. Dear Lord, I'm so very sorry, madam. Hey. Are you okay? Should I call for emergency assistance? No. Hey, I'm fine. If you should desire to file a complaint, my identification has been saved by your Sensen terminal. Good day. Finally! I've been waiting 20 minutes! Der macht den Eingang halt selbst. Alter. Die Leute haben uns Schaden, ey. Okay. With me, it's Christmas every day. You shit sideways, I cuff you. You look at me funny, I track you down, then cuff you. Nobody gets away. Nobody touches me. The Christmas Show. Direct, live, and it's on Channel Fear. Alter, wenn ich die Werbung sehe, da weiß ich schon, was das für ein Dödel ist. Okay. So. Is this your address, man? Yes. Yes, I think so. Thank you. At your service. If you're prone to intermittent memorial access, you should activate your AUG compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her, the escaped memory hunter. Oha. Okay. Patrol 17, log. Escaped suspect ID'd. Recovery in progress. Okay, when you attack a prompt, when you see an attack prompt, A to dodge over the enemy you are hitting. Ah, das erlaubt die Combo zu fortzuführen. Okay, jetzt hätte ich halt über den springen müssen. Dann nimm halt einen Helm ab, dann siehst du was. Weil so lange sind die Kombos nicht, da ist jetzt auch nicht so schlimm. Jetzt hab ich einmal aus Versehen die 5er-Kombo angefangen. Power pressen triggers finishing move. Achso. B hätte ich nehmen müssen. Okay. Beim nächsten Mal. Ja, deine affige Geste hilft dir aber auch nicht. Okay. Jetzt habe ich die Wahl. Also, jetzt kann ich ein Schadensding freischalten. Oder ein Heilungsding. Ja, ich bin noch nicht so sicher, ob ich so eine Mix-Kombo mache mit Heilung und Schaden oder wirklich dedizierte. Aber ich glaube, hier noch ein Heilungs-Y ans Ende ranhängen ist schon mal erstmal nicht verkehrt. Ja, machen wir das erstmal. Dann war nämlich 37 Heilung, 105 Damage. Und da oben haben wir 125 Damage. Okay. Ja, ob ich die später mal mische, so Heilung und Schaden in einer Combo, weiß ich noch nicht. Momentan funktioniert es ja noch ganz gut so. Kaffee Renaissance. Kaffee Creme. 10 Euro für einen Kaffee.
Violet 14 Euro, Alter, die haben immer einen Lappen am Zaun. Okay. Oh. Das ist so ein Stapel gelbe Kisten. Okay, das kommt dann aber erst später. Vor so einer Wand mit... mit Folie, mit blauer. Oh! Nee. Das sind andere Kisten. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Wahrscheinlich. Taking the high road, huh? Your instincts are coming back to you. Who were they? The uniforms. Saber Force. Private police financed by Memorize. Crowd control with a smile. Mhm. Okay, das sieht aber auch nicht so aus, als wär's das. Wobei. Ich kann aber nicht runter, ich kann nur rüber, okay. Around here someplace. Sweep and search. She's a pro, so keep it tight. Okay. Hallo. Freue mich. Hey, Everest! I'm putting you in hospital. Na, mal gucken, wer hier im Hospital landet, wa, Kollege? Bisher waren die ja noch relativ. Special. Sense of Fury. Free flow from enemy to enemy. Striking harder every time. Don't break the flow. Okay, left trigger. Press and hold. Rotate, Highlight. Ah, okay. Jetzt habe ich aber erstmal nur den einen. When in Fury, ne, will not cause her combos, will not use her combos, just keep pressing X or Y to clean hits. Longer the Fury combo, the more damaging the hits. Okay. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, damit ist es durch. Number displayed over the Fury Icon is a cooldown. Okay, 57 Sekunden cooldown. Overload. Sehr schön. New class is available. Ja, was haben wir denn da? Cooldown. Reduce current cooldown. Ja. Wenn ich jetzt noch eine dritte Combo hätte, könnte ich eine Schaden, eine Heilung machen und die kurze Dreier-Combo einfach als Cooldown-Combo. Weil ich die Cooldown-Combo vielleicht... statt dem X in der Heilgeschichte reinnehmen könnte. Ja. Weil in Verbindung mit Heilung ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Dann habe ich halt ein Schadens-X übrig. Wahrscheinlich gibt es noch irgendwann mal andere Kombos. Mal trotzdem ein paar Mal treffen. Aber dann tut's halt auch. Ah, jetzt bin ich gesprungen, deswegen hat er es abgebrochen. Low, low.
Nee, das ist noch nicht alles, was ich kann. Das kann ich nämlich auch noch. Und raus aus dem Kopf mit dem Hirn. So geht das. Okay, also. 1, 2, 3, 4, 5. Da wieder heil. Und tschüss, Kollege. So, noch mehr Kandidaten hier. Ich weiß aber auch immer noch nicht, wo der Hidden Stash ist. Hm. Ja, vielleicht kommt er noch. Orkei. Ja, passiert aber nichts. Keine Ahnung. This way. Ach, da kann ich gar nicht weiter. Okay. Patrol 17. Answer, damn it. Come on, guys, where are you? Okay, also ich muss da rüber, bevor das Ding umswitcht, genau. What's this bad request guy look like? Young, nervous, dumb haircut. A wannabe memory hunter faithful to the cause. Oh, and he's your biggest fan. Ob das gut ist oder nicht, bleibt noch abzuwarten. Der Roboter putzt das Klo, sehr schön. 48% Luftfeuchtigkeit ist jetzt nicht so viel. Oder generell Feuchtigkeit, weiß man nicht, ob es Luftfeuchtigkeit ist. Wie, der Roboter pennt? Was ist hier los? Oh, Heilung? Freu mich. Ich hab ja meine krasse Heilungskombo, wa? So. The whole district's locked down. She's going nowhere. Hab alles noch nicht, dieses Stash-Umgebung. Keep moving up. Oh. This way. For your own safety, please move back. Weiß ich echt nicht, ob ich das schon verpasst habe. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Weil dann fehlt mir eine Heilungsgeschichte später. Mal sehen. Oh. Au. Entschuldigung. Neo Paris Landmarks. Wieder falsch, stehen bei euch. Landmarks. Saint Michel Comfortress. Home to the head offices of the largest corporations in Neo Paris, the Saint Michel Comfortress is a sumptuous residential project in the center of historic quartier that offers its residents luxury, tranquility and security. Das ist so eine, wie sagt man hier, so eine umzäunte Wohngegend, also so eine gesicherte Wohnsiedlung. Da gibt es ein Wort für, komme ich nicht drauf. Located in the heart of Haussmann District, from which its name derives, the St. Michael Comfortress is a vast, high-security residential complex that houses a large number of the most sophisticated and affluent people in New Neo-Paris. The most prestigious and famous companies have their head offices here, including Memorize, Afram Hersch Laboratories and Dictate. Diktiert war, glaube ich, das, was auf der Tasche stand von dem Roboter, der uns angerempelt hat. Ist wahrscheinlich irgendeine Shopping-Geschichte. Ist so eine Kaufhauskette oder sowas, keine Ahnung. The high density of VIPs living in the complex requires exceptionally high security measures and the Comfortress is patrolled by powerful robot systems, drones, capable of sealing the district off from intruders.
Without warning, these machines have the power to intercept any unauthorized individual from entering the Comfortress. This measure, sometimes considered too severe, is viewed as essential largely due to the particular topography of Neo Paris. As the city was devastated by Tremora bombs during the Civil War, its mosaic reconstruction pattern has placed the rich residential districts alongside no-go areas still to be rebuilt, the picturesque and dangerous districts known as Deep Paris. The residents of the Comfortress have all the amenities of the nearby streets and a typical beauty of Haussmann's old Paris. Cafes, fashionable boutiques, exhibition spaces, etc. All offering an elegant mix of historic district of old Paris and archaeological structures that are both stylish and accessible. Kaori Sheridan, the famous architect behind the regeneration of the district, is among many of the new city's movers and shakers who have come to live in the Comfortress. After all, she said, when I designed it, I also had myself in mind. Also hat es quasi so designt, wie sie es selber haben will, wa? So. Wo geht's jetzt hier weiter? Da komme ich auch nur hin, um das Ding zu holen, wa? Kamera kann ich auch nicht drehen. Oh. You're almost at the Rotunda, and Saber Force has lost your trail. Well done. Irgendwas sagt mir, ich habe dieses Ding verpasst, aber ich wüsste auch nicht, wo das hätte noch sein sollen. Sign the petition. Join us? Was für eine Petition? Zeig nochmal. Liberty, Equality, Fraternity. Do you remember those promises? Ja. The climate change refugees are not second-class citizens. A roof for everyone. Sign the petition. Ja, gut, Paris war schon immer so ein bisschen teuer und wenn du da nicht Kohle hast und so, also ist fast schon so ein bisschen wie Tokio, ne? Wohnraum ist sackteuer. Wohl nicht so eine geile Stadt, um da zu wohnen. Und warum sollte das in Zukunft besser werden? Oh, Cartier Wels, da steht er in der Denkerpose. Big Charlie and his grand schemes. Always striving for utopia, but creating hell. Jetzt habe ich das echt verpasst, aber ich weiß nicht, wo das noch hätte sein sollen. Network was his first stab, and look how that's turned out. He's the boss of Memorize. No, he's the star genius. The capricious talent that gets to tinker away in his ivory tower. Memorize CEO is his wife, Scylla Cartier-Wells. One name, two heads, a thousand reasons to bite your fingernails. Nemopolis, a radiant future conceived by Charles Cartier-Wells. Remember, hinter irgendeinem Gitter. Das ist aber schon behindert irgendwie, weil... Da liegt's. Ich weiß jetzt nicht, wo das da hätte sein sollen. So viele Ecken gab es da jetzt nicht bei den Dingen. Hätte ich auf dem Dach nochmal irgendwo in irgendeine Sackgasse laufen müssen oder so. Verdammt. Na gut, man braucht ja 5 für einen Level-Up. Also fehlt mir ein Punkt, wenn ich bis zu 5 nicht finde. Schauen wir mal. Weil es war ja eigentlich immer direkt in der Nähe. Vielleicht war das doch diese eine Stelle, wo ich geguckt habe, obwohl die nicht so aussah. Meet up with Battery Quest. Ach, da ist er. Na, guck mal, hier mein größter Fan, wa? Ja, Dubai Haircut. Ich seh's schon. Nilan the Hunter, I'm your biggest fan. Thanks. I've already scouted a route. It's not the first time I've been shopping in the land of the rich. I'm looking for the architect's offices. Everything's in here. An hour ago, I memorized the ideal path to avoid the surveillance drones. You just need to take it. It's an incredible honor to get opened up by the best. Like having your autograph. Steel Memory. Ist er kein Stiel, wenn er will, dass wir es machen.
You done? Did you get everything? Yes. Follow my past. A trail of rememberings with everything you'll need to get past the drones through the Comfortress, all the way to Kaori Sheridan. I've sprinkled the route with memo boys, anchored just so. They'll tell you when to activate my rememberings. And I appreciate the fact that you didn't siphon my head. For a second there, I thought you might wipe our encounter. Remember you soon. Naja. Virtual projection of digitized memory displayed in real time through augmented reality. B to activate it. Okay. Hello, Nilly. If everything went to plan, you were talking to me a few minutes ago, and you've now got access to this remembering. Repeat what I do, and you'll be able to work your way through to your target. You better be ready, because here we go. Okay. Your sensen will overlay the space around you with the memories I have of this area. Using your glove, you can synchronize with them to reveal hidden information. There you go. I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. LB. Okay. Cash for memory. Ach, der hat die nicht gekauft, der hat die verkauft vorhin, die Erinnerung, ne? Hm? Ja, das kann sein. Ja. Muss ich jetzt umhauen? Aber ob ich es muss oder nicht, eigentlich kann man es ja machen. Oder bemerken die mich gar nicht? Doch, die bemerken mich. Focus Gorge. You gain focus every time you hit an enemy. Every time you get hit, dann hit ich lieber. Overloading enemies gives you focus boost. Können wir schon mal Furyen? Ja, cool. 2, 3, 4. Ja, I got you. So ist das. So weit, so easy. Out of order, jetzt ist mir auch aufgefallen. Warum piept der? Weiß man nicht. Construction, what? Construction Drone Site. Hey, I'm back. Ready to play Follow the Leader? Okay, das war ja einfach. Da haben wir wieder ein Stash. So ein Gitterdingsbums. Neben so einem gelben. Neben so einer gelben Plattform. Der gießt den Baum. Ist ja cool. Alter! Ich bin kein Baum. Oh, wenn die Drohnen mich sehen, ist glaube ich nicht so geil, ne? Great. When you cross the drones, be careful. They don't ask questions first, if you see what I mean. Ja, warte, ich sag's. Stay clear of their detection cones and you got nothing to worry about. Problem is seeing their detection cones. I threw together a device that allows me to see them as an overlay on my sensen, so each time you activate my remembering, you'll be able to see them through my memory. Mhm.
When you cross the drones, be careful. They don't ask questions first, if you see what I mean. Okay, sehe schon. Stay clear of their detection cones, and you got nothing to worry about. Problem is, seeing their detection cones. I threw together a device that allows me to see them at... Oh! Moment, das ist doch hier dieses... gelbe Dings, da müsste das da oben sein. Just a little jump to the finish line. God damn it! That was not how to do it. Hier ist dieses blaue Gitterding. Ach, da liegt er. Ich dachte, der liegt auf dem blauen, aber der liegt ja auf dem gelben Dingens hier. Okay. Just a little jump to the finish line. God damn it! That was not how to do it. Oder ob wir hier mit dem Profi arbeiten. Springen! Ja, das ist auch nicht, wie man es macht, glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so gut. Christmas Murder! It's a compilation of my best arrests. Uncensored. With Christmas Murder, you get the best of Christmas all year round. Alter, der Typ, ey. Kann ich ihm irgendwann mal auf die Fresse hauen, bitte? This kid Christmas. I knew him. He's a memory hunter like me. Was. He's the shame of your profession. Could have been a genius, but he traded his soul for a fat paycheck. Der ist ja ganz entspannt hier. Treppe nach oben. Treppe nach oben. Focus Boost. Das ist jetzt halt auch so ein Ding. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich ein Helf- oder ein Fokus-Ding verpasst habe beim letzten Mal. Wahrscheinlich war das doch da unten bei diesen anderen Kisten, aber da gab es doch keine blauen Folienabdeckungen an der Wand daneben und so. Weiß ich nicht. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, dass ich das verschenkt habe. Das ist so unnötig. Weil die sind ja schon eigentlich easy zu finden. Helf ist voll, sehr schön. Technology. Nein, Journal. Remembrane. Remembrane is a technique used for the virtual projection of a digitized fragment of a memory using augmented reality. The memory is played at the same speed and scale in situ. Remembrane technology was first developed by the Sabre Force to reconstruct certain crime scenes by tapping into the memory of witnesses or suspects. The digital memory is converted into images projected directly into the user's sensen in the form of a 3D reconstruction of the event, which is then played in front of their eyes. It was during the Gunsberg affair, the famous sculptor and his family were murdered in their residence in the New Belleville Comfortress. Dann ist ja wohl doch nicht so sicher, wie sie es in der Werbung versprochen haben, wa? That research began into the virtual projection of a memory. On the decision of the prosecutor and despite public protests from relatives and many religious leaders, the digitized memory of the four victims was input into the sensen to copy their last memories. Investigators in the case carried out a manipulated projection of the last moments of each victim in the house and were able to determine that the mother killed her children and husband before killing herself. Spurred on by this success, the criminal division of the Sabre Force decided to implement this technique systematically and developed the protocol that became known as the Remembrane. The latest version of this program can now reproduce sound. Cases of the illegal use of remembrance have been reported outside the scope of judicial investigation, but have never been substantiated or confirmed by an independent source. Naja gut, wenn es die Technologie gibt, dann wird sicherlich auch Kriminelle geben, die es benutzen, wa? Okay, gibt es da noch was? Nee.
Okay, nee, unten gibt's nichts mehr. Okay. Kann ich nur hoch. Just like in Training, das hättest du wohl gern, wa? Alter! Jetzt sind wir aber voll hier. Hochgeheilt hier. Oberlot. Und gute Nacht. So. Ich will mal ein bisschen heilen hier. Hey. Climbing much longer? Kaori Sheridan loves to contemplate her creations from her balcony. Keep following bad requests, remembering. Der hat sich hier überall durchgeschlichen, der Typ. Ich weiß ja nicht. Fall Hazard. Ja, ich glaube auch. Ich muss weg, Fenster zu. So gut. Okay. Remembrance folgen, sagt er, ne? Ganz toll. Jetzt habe ich Geb. Da war einer, okay. Dann müsste ich ja jetzt eigentlich wieder hier den. Genau, den Scan-Bereich sehen. To get to the other side, we're going to exploit a privacy statute that forbids drones from scanning through walls. Okay, die Drohne darf nicht durch Wände scannen. Das ist ja sehr praktisch für mich. Sunday, 17.09.2084, 18 Grad. Try to keep up. Okay, jetzt habe ich die innen eingesperrt. Ich wollte gerade sagen, bringt mir doch gar nichts, aber die kann jetzt halt nicht rausscannen. Well, here we are. I just hope all this worked out and I'm not just talking to myself. Good. I'm off to the rotunda to give you this remembrance. Okay. Aber hier da drüber springen, verkackt. Genau, so. Okay, was haben wir hier? Ein Atelier oder was? Nie sagen, dass mir das gefällt, was da an der Wand geschmiert ist, aber. So.
Your back's against the wall. You duped Tonka, but you deal with me. Get closer! Form a circle! Ich muss nur ein bisschen hier mein Ding auftanken. So, haben wir schon mal den. Lass uns hier mal ein bisschen heilen. Sind wir wieder voll. Der Handschuh ist schon ziemlich praktisch. So. You should be close to your target now. What kind of memory am I looking for exactly inside this woman's head? Miss Sheridan directs the Phoenix Project, the Neo Paris global renovation. I want to know the secrets of the San Michel Dam. The dam overlooking the district. Why? Let's just say I'm a believer in the free circulation of persons and goods. Stop shaking in here. Okay, also ich kann ein neues Ding freischalten. Jetzt könnte ich mir noch so ein Y. So ein S-Pressen-Ding hier ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Schaden komme ich soweit ganz gut klar. Heilung brauche ich nicht so oft. Allerdings das Ding auftanken ist schon gar nicht so schlecht. Also werde ich das jetzt einfach mal freischalten. Und in die Kombo hier mal reinhängen. Ja. Your champ is here, live and life-size. I'm about to give you the immense privilege of watching me save you all from public enemy numero uno. Yeah, Nilan, I'm talking to you. Your back's against the wall. You duped Olga, but you're dealing with Kid Christmas now, pumpkin. Critical hit. Große Fresse hat er ja. Ich kann ihn hier mal stopfen. So, was haben wir hier noch? Nix. Oh, Health. Sind wir voll? Ja. Restricted Access. Private Swimming Pool. Da haben wir mal keine Zeit. Wanted. Male, Mitte 30. Female, Mitte 20. Nillen. Das andere war dann wohl der Edge. 300.000 Euro. Und wie viel gibt's für Edge? Contact Saber Force immediately. Also gar nichts oder was? Schmeinerei. Schon ein bisschen knauserig mit ihren Kopfgeldern, ne? Checking on the measurements for number 62. You know what that image needs to be moved? No, I. That is not right. I need to check those measurements again. Where was I already? The dam? No, not the dam, huh? That's strange. That's really strange. Did you get the security code? Leute, guck nie nach oben. Edge, your bit rate's tumbling. Someone's trying to hijack our comms. Try to get somewhere higher. Hurry. I'll see if I can find a clean channel. Aufs Dach. Na gut. Ah, so ein Ding wieder. Die mittleren hier, die bleiben ja stehen. Das heißt, die kann ich erstmal warten. Die switchen einmal nach rechts und gleich wieder nach links. Okay. Sehr schön. Okay, ich muss nach oben. Ne, unten gibt es nichts. Okay. Da
Kid Xmas, ey. Der hat ja überall seine scheiß Werbung hängen. Der verdient echt zu viel Geld mit seinem Mist. So. Was war hier drin? Haben jetzt irgendwie einen Fahrschulschacht oder irgendwas, der aufs Dach führt? Voll. Okay, unter irgendwelchen Turbinen. Ah, da rechts. Okay. Da haben wir's. Focus Boost. Sehr schön. Nilan, do you read me? Nilan, do you read me? I read you. I got around Kid's malware. Send me the codes. Hurry. Kid's malware? Okay, uploading them. Mischt er sich auch noch eine Fetter? All that's left to do is to hack into the San Michel Dam mainframe. Caught red-handed. You errorists are shameless. Nilan, all these years and still choosing the losing side. We know each other. You were one of the best memory hunters ever. Big girl. Maybe the best, but you took a different road. And look where that got you. A criminal, hunted, and a head full of holes. Political ideals are so last millennium. You always waste so much saliva. Or is it just when you're on the air? You always had that cocky, loudmouth thing going for you. I'm gonna enjoy this. Time for the Christmas show! Meine Güte, kommt der Fettsack sich geil vor. Ist ja unfassbar. Meine Güte, wie affig, ey. Wer guckt sich so einen Scheiß an? Ist ja schlimm. Okay. Fangen wir mal direkt mit ein bisschen Hardcore an. Und direkt wieder voll der Boost. Alter, hat ja noch nichts geleistet, der Typ. Okay, you've earned a taste of Kid's hammers. Okay, jetzt wird's unfair. Man hat bisher nur auf die Fresse gekriegt. Warum feuert ihr den da an? Alter, ich weiß nicht, wer dummer ist, der Typ oder die Leute, die seine Fans sind. How'd you like that, Christmas friends? That's another one. Okay, jetzt haben wir uns geheilt, jetzt ist auch gleich wieder unser... Bet you felt that. Okay, da haben wir den Fokus wieder voll. Ich muss den ja nicht nur freischalten, ich muss ihn auch aufladen. 6, 7, 8, 10. Ne, 9 Mal darf ich, okay. Ja, die hellste Leuchte auf der Kerze sah nicht. 3, 4. So, du Lutscher.
große Fresse und sonst gar nichts. Hätte ich doch den härteren Schwierigkeitsgrad nehmen sollen. Well done, big girl. You're here through to the final segment of the show. Shut up and fight. Ah, wer weiß, was der noch im Petto hat. Der seine unfairen Mittel auspackt. Time for sudden death! How'd you like that Christmas present? She wants to make a show of it. That's just fine. Get the hint and stay down. Tiga style. Der lässt ja halt auch so eine komische Felder, wo ich wahrscheinlich mich nicht drauf bewegen sollte. Eben. Ah. Ah ja, mal den Fokus ein bisschen aufladen. Jetzt müssen wir noch wieder freischalten. Ein bisschen Heilung drauf. Und da haben wir ihn wieder. Sehr schön. Oh, 10 sogar nicht mal. Sehr schön. Okay, Fokus ist aufgeladen. Take my gift. Okay, da haben wir gleich wieder. Ja, was? Achso, Terminate. Ja, dann machen wir das. Ja, Fetti, so schnell bist du nicht, wa? Oh, Kid. All these years. Still on the losing side. No, not here. Not in front of my fans. Tja, sind halt Fans von dem Idioten, der nichts kann. Da ist Enttäuschung vorprogrammiert. Klar, Overlord. No, wait, we can talk. I can give you a whole... Alter, halt die Fresse. Da überleg ich doch gleich zweimal. So, dem Großmaul ist Maul gestopft. Sehr schön. Neelan, thanks to the codes you sent me, the Eris counterattack will begin in just a few minutes. Use all this confusion to get out and make your way to Slum 404. Invented by Kid Xmas, a spammer shoots data bursts that will stun and damage your opponents. Sense, fire at will, but watch the gorge. LB to target und RB. Okay. At 10:47 this morning, sirens blared throughout the entire city when the Saint-Michel Dam suddenly opened, releasing billions of liters of water from the Saint-Louis artificial lake into the peaceful Saint-Michel district. As you can see on these Sensen images, the gigantic waves swallowed everything in its way.
The scale of this catastrophe is difficult to imagine at this time, as the Neo-Paris authorities are already reporting dozens dead and several hundred missing. On the other side of the dam, the sudden lowering of the water level has not gone without consequence for the inhabitants of Slum 404, a neighborhood well known for ongoing social unrest. The Saber Force has immediately been deployed in and around the area to contain any potential riots. Indeed, the now empty Saint-Louis Lake has put an end to the isolation of the Bastille Fortress, home of the most dangerous criminals in Neo-Paris. Stay tuned for more. Jetzt haben sie ihre Luxusviertel der Stadt unterhalb vom Damm gebaut, oder was? Das ist auch nicht sonderlich clever.